Jetzt wieder weiter mit The Callisto Protocol Pauper Legend 4. Ja, wir wurden verarscht. Das Leben wäre so einfach gewesen. Aber nein, wir mussten in der Zelle reingehen. Erreiche die Bahnstation. Nee, ich glaube es nicht. Ich rufe jetzt die Bahn. Ah, das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Ja, wenigstens hilft er uns. Aber kein Wunder, weil wir sind ja Payload. Er ist auf uns angewiesen. Oh. Was? Haben wir keine Medikit mehr? Vergiss nicht sowas. Ups. Medikit. Energieumwandlung Bauteil, die in einen Fuck.
Oh, endlich gesundert. Okay, du bist da rausgekommen oder ich komme da nicht rein? Okay, hör genau zu, Jacob. Der Lüftungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zur Müllentsorgung. Dazu musst du dich an den Robotern vorbeischleichen. Was? Okay, geschafft. Hier haben wir was gesehen. Da. Ich hab's in die Bahn geschafft. Meld dich, wenn du beim Checkpoint ankommst. Ja. Station. Eins noch. Da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Und wie? Was jetzt? Ich
Jetzt ist nur die Frage, was ist das für eine Falle? Warum sagt er das uns nicht? Was? Okay, jetzt wissen wir, welche Falle das war. Keine gute Falle. Aber eigentlich komplett easy. Ohne Monster ist es eigentlich einfach. Ich bin da, ich bin am Checkpoint. Gut, dann geh jetzt ans Fenster und sag, was du siehst. Schnee, Eis. Wow, verdammt gute Aussicht. Ja, mit verdammt liegst du richtig. Da zieht ein großer Sturm auf, da wollen wir nicht reingeraten. Ja, ich sehe ihn. Und den Hangar sehe ich auch. Ja, das ist unser Weg hier raus. Ja, da bin ich früher oft angeflogen. Dass ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatskuppel bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir. Ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Hab Aufnahmen gemacht. Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Ich hole dich an der Bahnstation ab. Easy peasy. Also gut, ich melde mich. Ja, easy. Das geht nicht. Du gehst nach unten, Mann. Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich einfach, ja? Da sollte irgendwo eine Luke sein. Und viel Glück, Jacob. Ja, dir auch. Nein. Habitat. Okay, wie? Ah, da.
Ich wollte gerade fragen, wie kommen wir da runter? So, wo ist diese Aufzeichnung? Freie Auswahl. So. Wie kann man das Menü aufmachen? Ja, warte mal. So, ich habe ihn gerade gelesen und diese Energieumwandlung sind nur Müll. Also das Spiel gibt uns hier die Möglichkeit, Geld zu farmen. Erschalten Sie einen neuen schweren Angriff. Ja. Okay, das will ich machen. Die Waffe. Und das. Also dann haben wir Blocken und mehr Angriff. Also mehr Schaden beim Angreifen. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ist okay. Schwerer Angriff. Drücken Sie R1, um einen schweren Angriff auszuüben. Konter. Ja. So, mitnehmen. Weil ich habe wirklich gedacht, no joke, diese Energieumwandlung ist für unsere Batterie im Kopf da. Also die sind diesen Handschuhen. War es aber nicht. Das war einfach nur Crap. Also Müll, wo man Geld verdienen kann. Aber ganz ehrlich, auch die zwei Internetseiten, die ich gelesen habe, stand es auch so drin, dass es nicht so geil erklärt wurde. Oder gesagt wird vom Spiel, wozu das da ist. Rote Rohr da ist damit verbunden. Das muss ich nur zurückverfolgen. Folge das rote Rohr. Haben wir hier nicht irgendwas gefunden? Oder? Na, hier kann man nicht hoch.
Okay. Wo war eigentlich noch hin? Weil wenn wir hinkommen können, können wir noch die eine Sache verkaufen, um einfach unser Inventar leichter zu haben. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Das kann ich verkaufen und das kann ich. So. Was hast du? Ah, erhöht die Aufladenrate durch zusätzliche Kühlkörper. Erhöht den Schleuderangriff. Glaube ich, wir sparen. So. Okay. Aber das machen wir morgen. Warte, ich drehe mich mal kurz um. Ja, so sieht das geil aus. So. So. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, sofort das Kamerad. Deutschen Novo kommt auch unterlassen. Morgen geht's weiter mit der Kalisto-Protokoll. Ich weiß, heute ein bisschen kürzer, aber dafür gestern, glaube ich, ein bisschen länger. Also über 30 Minuten. Ja, also ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss. You